Noyaki Kasai, der hier mit zwei Landsleuten zusammen, also drei Japaner sind die 140 Meter geflogen. Funaki gestern, dann Saito heute in der Quali, eher 1993 und Kruzifix, war er jetzt mit den Händen im Schnee. War er mit den Händen im Schnee, der Kasai. Das war auf jeden Fall weiter als 140 Meter. Das ist jetzt, kommt die Zeitlupe. Super Flug von Noyaki Kasai. Und der Sprung wird wohl als gestanden gegeben. Als gestanden gegeben. 147,5 Meter. 147,5 Meter. Ich glaub's nicht. Das halte ich im Kopf nicht aus. Kann man denn überhaupt so weit fliegen? Der verdirbt ja alle Preise. Bei den nationalen Meisterschaften war Primoz. Wie gehabt, die Besten in der Zeitlupe. Noyaki Kasai, der gar nicht mehr runterkommt, der gar nicht mehr runterkommt, der in den Radius reinspringt und